Braunschweig. Wir sind kurz vor dem Umzug. Alle waren in Köln. Eines Tages kam er nach Hause. Er hat sich total seltsam benommen. Er hat die ganze Zeit ununterbrochen geredet. Irgendwas hat mit ihm nicht gestimmt. Ich habe das sofort gemerkt. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Er hat komplett wirres Zeug erzählt. Er hat die ganze Zeit über den Teufel gesprochen und komische Sachen gesagt. Und ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Wir sind alle da auf dem Bett gelegen und die Kinder waren daneben. Adam hat mir ein Video auf sein Handy gezeigt und meinte, hier, guck mal, das ist mein neues Format, das werde ich jetzt anfangen. Er hat wie verrückt durcheinander geredet. Er hat mir dieses Video gezeigt und ich habe zu ihm gesagt, diese Stelle ist komisch, sollst du vielleicht rausschneiden. In dem Moment ist ein Schalter umgekippt. Adam ist aufgesprungen, komplett durchgedreht, hat mir ins Gesicht geschrien und meinte schreiend zu mir, wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen, mir zu widersprechen? Und ist komplett ausgerastet, auf jeden Fall auch vor den Kindern. Ich habe versucht, Ruhe zu bewahren. Ich bin in die Küche gegangen. Ich bin in die Küche gegangen. Ich habe mich da auf die Seite hingesetzt, wo wir die Barhocker hatten. Ich hatte mein Handy auf die Seite gelegt und ich habe mich hingesetzt und ich habe nicht verstanden, was los ist. Ich habe total Angst und habe versucht, so ruhig zu bleiben. Plötzlich höre ich, wie Alim den Flur entlang gelaufen kommt. Er kommt in die Küche gelaufen. Ich bin quasi auf diesem hohen Barhocker gesessen. Adam kommt von vorne, packt mich am Hals und hat mich von diesem Barhocker am Hals gepackt und von dieser Höhe auf den Boden geschlagen. Mit seiner ganzen Kraft. Er hat angefangen, mich zu würgen. Er ist komplett ausgerastet, er ist durchgedreht, hat angefangen, mich zu schlagen, meinen Kopf mehrfach auf den Boden zu schlagen. Er hatte so eine unglaubliche Kraft. Es war unmöglich für mich auf irgendeine Art und Weise zu wehren. Plötzlich fing er an, Sachen zu sagen. Er hat mich gewürgt und fing an, Sachen zu sagen. In dir ist der Teufel. Ich beweise es dir. In dir ist der Teufel. Sag Ashhadu la ilaha illallah oder Al-Fatiha. Ich weiß nicht. Ich sollte irgendwas aufsagen. Ich weiß nicht mehr was. Ich sollte irgendwie auf jeden Fall irgendwas aufsagen. Ich habe versucht, das aufzusagen, um ihn zu beruhigen. Aber er war dabei, mich so stark zu würgen, dass ich nicht reden konnte. Ich habe kein Wort rausbekommen. Dann hat er gesagt, siehst du, in dir ist der Teufel. Ich habe sie gesagt, du kannst das nicht mal sagen. Er ist ausgerastet. Er ist dann zur Seite, ich bin aufgestanden. Er ist quasi regelrecht auf mich draufgesprungen und hat mich zum Boden geschlagen und auf mich eingeschlagen. Das Fenster hinter uns war offen und ich habe gesagt, alle bitte hör auf, die Nachbarn werden das hören. Immer wenn sowas war, habe versucht, dass es niemand herausfindet. Ich habe auch noch nie jemals wegen allem selber die Polizei gerufen. Wenn jemals die Polizei kam, dann war das, weil Nachbarn Schreie von uns gehört haben oder irgendwas passiert ist. Auf einmal, er hat mich von mir losgelassen, er hat mich die ganze Zeit gewürgt und auf mich eingeschlagen und ich habe überlegt, wie ich da jetzt so rauskomme. Die Kinder waren auch in der Küche, die standen links. Ich habe überlegt, rechts rauszurennen. Da lag auch mein Handy. Ich dachte, wenn ich jetzt an mein Handy gehe, bringt er mich um. Wenn ich rechts aus dem Flur durch die Tür rausrenne, werde ich das nicht rechtzeitig schaffen, weil ich kann ja die Kinder nicht da lassen und ich müsste quasi so von links nach rechts nach hinten rennen und ich hätte es nicht geschafft, die Kinder zu nehmen und mit beiden Kindern rechtzeitig rauszurennen, die Tür aufzusperren und rauszurennen. Das hätte ich nicht geschafft. Und dann hatte ich quasi keine Wahl. Ich steckte fest. Alim ging immer mehr auf mich los. Er hat mehrfach auf mich eingeschlagen, mein Kopf gegen den Boden geschlagen, er hat mich aufgestellt, mich am Hals gepackt und wieder von oben auf den Boden geschlagen. In dem Moment war mir schon klar, okay, er wird mich umbringen, es ist vorbei. Dann ist er in die Küche gegangen und hat ein Messer genommen, hat mich wieder zu Boden geworfen, hat mich mit einer Hand gewürgt und hat mit der anderen Hand das Messer an meine Kehle gehalten und an meine Kehle die ganze Zeit hin und her geschliffen. Und an dem Moment war ich so, okay, war ich zu 100% sicher, er bringt mich jetzt um, das vor den Augen der Kinder. Er hat die ganze Zeit über Teufel geredet und irgendwelche Sachen herumgeschrien. In diesem Moment hat es an der Tür gehämmert. Und wir hören plötzlich Polizei. Alim hat das Messer fallen lassen. Er hat zu mir gesagt, sei ruhig, sag kein Wort. Ist zu der Tür gegangen und meinte, ja, hier ist nichts los, alles in Ordnung. Die Nachbarn hatten die Polizei gerufen, weil sie meine Schreie gehört hatten. Dann hat die Polizei gesagt, nein, wir wollen zuerst auch, wer ist alles im Haus, wir wollen auch mit der anderen Person reden. Dann ist Alim zurückgekommen, meinte, sagt die Polizei, wir hatten nur einen Ehestreit, dass das alles gut ist. Dann bin ich zur Tür gegangen, ich hatte meine Haare so vorne. Ich meinte zur Polizei, ja, es ist alles in Ordnung, wir hatten nur einen Ehestreit, wir haben nur ein bisschen rumgeschrieben, tut mir leid, das wird nicht mehr vorkommen. Dann hat mich die Polizei angesehen und meinte, machen Sie mal Ihre Haare von vorne weg.
habe ich meine Haare nach hinten geworfen. Und dann hat der Polizist zu mir gesagt, ich glaube ihn gar nicht, sie haben überall Verletzungen. Dazu zeige ich jetzt ein Bild. Ja, die Polizei hat mir nicht geglaubt. Die haben meine Verletzungen gesehen und haben gesagt, die kommen jetzt rein. Die haben dann auch eine weitere Polizistin gerufen. Als sie kam, musste ich mich ausziehen, weil sie musste Fotos von mir machen, von meinen Verletzungen, weil ich überall Verletzungen hatte. Dieses Bild, was ich in meiner Instagram-Story gepostet habe mit dem blauen Auge, das ist auch von diesem Tag. Alim hatte mir nicht ins Gesicht geschlagen, sondern er hatte meinen Kopf mehrfach auf den Boden geschlagen gehabt und so sind diese blauen Augen entstanden. Ich zeige mal das vollständige Bild. Das Bild hat später meine Mutter gemacht, als ich bei ihr war. Die Polizei ist reingekommen, die haben sich das alles angeguckt. Die haben, Alim war ja komplett auf Drogen, die haben das auch gemerkt, weil Alim auch die Polizei voll gelabert hat. Alim hat denen irgendeinen Mist erzählt und der Alim hat sich nicht beruhigen lassen. Also der ist nicht ausgerastet, aber er ist nicht ruhig geblieben, weil Alim würde sich niemals trauen, vor der Polizei irgendwas zu machen. Dann haben die Polizei ihm Handschellen angelegt und ihn auf den Boden gesetzt. Und dann haben die mich mit den Kindern ins Zimmer geschickt. Es hieß, jetzt kommt ein Polizeihund, der wegen Drogen die Wohnung untersuchen wird. Die Polizei hatte mich auch gefragt, hat ihr Mann jemals Drogen genommen und dies und das und mich ausgefragt. Ich meinte, nein, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er Drogen nimmt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe quasi versucht, Alim zu schützen. Ich habe gesagt, ich habe von nichts eine Ahnung. Aber aufgrund dessen hat auch die Polizei mich nicht ernst genommen. Dann haben sie mich ins Zimmer geschickt, haben mir gesagt, dass ein Hund kommen wird. Und haben mir gesagt, ich darf einen Zeugen anrufen. Also ein Zeuge darf dabei sein, ich darf jemanden dazu rufen. Dann habe ich Camilo angerufen, weil er der Nächste war, der in der Nähe war. Camilo war aber leider in Braunschweig. Er weiß auch von dieser ganzen Sache, von der Schlägerei in Braunschweig, was mir Alim angetan hat. Er war in Berlin, konnte nicht kommen. Und dann habe ich Maestro angerufen. Weil Maestro war einer meiner, zu dieser Zeit einfach ein sehr enger Freund für mich. Ich weiß nicht, wie Maestro zu mir stand, aber für mich war er einfach auf jeden Fall eine sehr enge Person. Ich habe Maestro angerufen, ich habe ihm erzählt, was los ist. Dann hat Maestro mich mit Hallo Salam reden lassen. Der war auch von diesem Khatar Tower damals. Der hat versucht, mir zu helfen und meinte, ja, sagt der Polizei, er braucht eine Beruhigungsspritze. Er hat 3 Tage hier nicht geschlafen, der muss sich nur beruhigen. Das habe ich auch der Polizei gesagt. Die Polizei hat aber nicht auf mich gehört. Dann hat Khalil Salam einen Anwalt schicken lassen für Alim, hat den aus Köln herfahren lassen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob Köln und Braunschweig, ob das 2 oder 3 Stunden war, die Entfernung. Der ist auf jeden Fall gekommen, hat sich auf den Weg gemacht. Ich wurde dann ins Zimmer geschickt, ich hatte auch musste im Zimmer mit den Kindern warten. Dann ist auch dieser Hund gekommen, die haben diese Kontrollen gemacht. Dann habe ich die Polizei gefragt, wie soll es jetzt weitergehen, was passiert jetzt? Dann haben die zu mir gesagt, ja, wir nehmen ihn erstmal mit aufs Revier. Und er bekommt ein Kontaktverbot, er darf 10 Tage nicht in die Wohnung kommen. Und ich kannte dieses Verfahren, ich wusste, wie das funktioniert. Die würden ihn quasi danach freilassen, aber die würden nicht auf ihn aufpassen, dass er auch nicht wirklich in die Wohnung kommt. Und ich hatte halt panische Angst, weil ich hatte Angst, dass Alim nachts hier in der Wohnung auftaucht und uns was antut. Und somit blieb mir keine Wahl, als meine Mutter zu kontaktieren. Ich habe meine Mutter angerufen, die war gerade von der Arbeit gekommen. Ich habe ihr gesagt, ja Mama, das und das passiert. Meine Mutter natürlich komplett schockiert. Sie hat sich den nächsten Flug genommen, war am nächsten Tag um 10 Uhr da. Die haben alle mitgenommen. Ich habe auch damals mit Maestro und diesem Anwalt war mittlerweile auch da. Ich habe mit Maestro und mit dem Anwalt habe ich ständig geredet und habe gesagt, bitte, bitte, könnt ihr ihn hier wegbringen, bitte könnt ihr ihn wegbringen. Ich habe Angst, dass er nachts hier auftaucht und mir was antun. Maestro hat organisiert, dass Alim weggefahren wird und nicht in Braunschweig bleibt. Am nächsten Tag, ich habe auch Polizeiberichte zu dieser Braunschweig-Sache. Ich habe dir auch einen Anwalt besorgt, der mir quasi jetzt aktuell die Akte anfordert. Das dauert aber 4 bis 6 Wochen. Wenn ich das habe, kann ich das alles in meiner Story noch nachweisen. Die Polizei hat ja auch von mir Bilder gehabt. Wenn ich das alles habe und das rechtlich kein Problem darstellt, dass ich das posten darf, werde ich das auch alles posten. Auf jeden Fall am nächsten Tag kam meine Mutter. Und ich meinte zu meiner Mutter, ja, was soll ich tun?
Wie erzähle ich das allen Familien? Die müssen ja wissen, Bescheid wissen, was los ist. Meine Mutter meinte, ja, du rufst jetzt deine Brüder an und sagst denen, was los ist, was passiert ist, weil es ist ja auch deren Brüder, die müssen auch wissen. Dann habe ich Abo angerufen. Ich habe Abo gesagt, was los ist. Und ich habe Abo erzählt, wie Alim auf mich losgegangen ist und mich fast umgebracht hat von den Kindern und alles. Und Abo meinte einfach nur zu mir, ja, wärt ihr einfach mal in die Türkei gekommen, dann wäre das nicht passiert. Er hat quasi alles, was ich gesagt habe, einfach überhört, dass ich angegriffen wurde, was mir angetan wurde, hat mich interessiert. Er meinte zu mir, ja, weißt du, was du jetzt tun musst, dann ist, nimm einfach jetzt Alim, die Kinder kommen in die Türkei, dann wird alles gut, sie können hier um ihn kümmern. Und ich meinte zu ihm, wie soll ich jetzt zwei Kinder nehmen und einen Verrückten und jetzt mit ihm in die Türkei kommen? Und dann haben wir lange hin und her geredet und Abo hat keine Einsicht gezeigt und dann meinte ich zu ihm, okay, Abo, ich werde mein Bestes tun. Und das habe ich auch ernst gemeint. Ich war damals davon fest überzeugt, sobald alles erledigt ist und meine Karte war zu der Zeit auch noch nicht fertig, sobald ich meine Karte habe und alles von den Pässen her erledigt ist, werde ich mit Alim in die Türkei kommen. Dann hat das so ein Ausmaß genommen, dass auch Abu und ich den Kontakt verloren haben, weil wir haben uns gestritten. Und das war auch das letzte Mal, dass ich mit Abu gesprochen habe. Ich bin dann nach dieser Braunschweig-Sache zu meiner Familie gezogen, zu meiner Mutter gezogen, genau. Ich habe einen Monat bei ihr gelebt. Alle meine Sachen musste ich wieder natürlich zurücklassen. Ich habe nur das mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Ich habe einen Monat bei meiner Mutter gelebt. Zu dieser Zeit kamen auch ständig Anrufe von Alim an meine Mutter, dass er sich entschuldigt, dass hat sie auf die Drogen geschoben. Und auch zu dem Zeitpunkt hatte ich meine Mutter, sie hatte die Sache in Braunschweig mitbekommen, aber ich hatte ihr noch nicht erzählt, was alles davor passiert war. Und ich habe auch vor meiner Mutter quasi Alim verteidigt und gesagt, ja Mama, das ist nur wegen den Drogen passiert. Jemand hat ihn reingelegt und habe quasi versucht, Alim vor ihr zu beschützen. Dann ist da noch eine Sache passiert. Alim hatte damals zu der Zeit mit Camillo und Mansha, Marek und Hamza gearbeitet. Das war sein Team für YouTube-Videos und Cutter. Dann kam irgendwann mal ein Anruf von Alim und meinte, die Jungs haben sich ins Taxi gesetzt, wir sollten uns in Düsseldorf treffen. Die Jungs sind aber nie in Düsseldorf angekommen. Und wir haben dann angefangen, Krankenhäuser anzurufen. Ich habe aus Österreich aus Krankenhäuser in Deutschland angerufen und versucht, irgendwas herauszufinden, weil wir dachten, Jungs, ist was passiert. Am Ende hat es sich festgestellt, dass die Jungs von ihm geflohen sind. Die haben es mit Alim nicht mehr ausgehalten, weil er auch damals auf diesen Drogen war, ist er komplett ausgerastet. Und die haben es mit Alim nicht mehr ausgehalten, dass ihnen keine andere Wahl blieb, als von Alim zu fliehen, quasi von ihm wegzulaufen, weil er sie auch sonst nicht gehen lassen hat oder so. Ich weiß es nicht. Zu der Zeit hatte ich auch ab und zu mit Maestro geredet. Maestro sagte mir auch, wenn du nicht zurückkommst, hat Alim niemanden mehr. Er hat hier gar niemanden. Du und die Kinder seid die Einzigen, die er hat. Und ich hab auch angefangen, Schuldgefühle zu bekommen, weil ich wusste, wenn ich jetzt nicht zurückgehe mit den Kindern, Alim hat wirklich absolut niemanden, seine Brüder sind nicht da, niemand ist da. Und dann habe ich die dümmste Entscheidung überhaupt getroffen und mich entschieden, mit den Kindern wieder zu ihm zurückzugehen. Aus Mitleid. Ich bin aus Mitleid zurückgegangen, weil er mir einfach leid getan hat, obwohl das alles passiert war. Und bin ich einfach im Grunde auf ihn erneut reingefallen, habe mich von ihm manipulieren lassen. Er meinte, es wird jetzt alles besser, er wird sich ändern. Dann sind wir nach Karst gezogen in ein Haus. Er hat mir erzählt, dass er dieses Haus kaufen wird und dass er schon die Hälfte von diesem Haus bezahlt hätte oder was auch immer, was ich aber wusste, dass gelogen ist. Meine Mutter war damals auch dabei, weil sie mich ja nach Österreich zurückbegleitet hat. Und meine Mutter hat diese ganze Sache von ihm auch gekauft und dachte, wow, krass, was für ein tolles Haus und alles, weil meine Mutter ja die Wahrheit nicht kannte.